So, ich werde auch übrigens die Wünsche noch umsetzen. Ich glaube, einer oder zwei waren noch offen, was ich denn mal erfahren sollte auf einem Alheim-Laurensbach updated. Musste aber selber nochmal in den Stream reinschauen, in den Chat. Weil ich habe es mir nicht mehr aufgeschrieben und ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich meine, irgendwas wäre da noch offen. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch hier gerne schreiben, welche Linie wir denn noch fahren sollen oder ob ich erstmal wieder eine andere Karte fahren soll, weil Stream und die zwei Folgen, die ich hier wahrscheinlich draus mache, jetzt erstmal reichen. Das, ja, könnt ihr so ein bisschen mitentscheiden. Ich werde auch mal gucken, demnächst wahrscheinlich, dass, mein Gott, heute habe ich es aber mit Gelb und fast Rot, ne? Ich werde auch demnächst wahrscheinlich mal das, die Soundmod vom Omsi Finlay für den Wuppertaler C2 ausprobieren. Hatte ich eigentlich eventuell heute schon vor, aber da ich hier keine Ahnung habe, welche Linie für Solobus auch ausgelegt ist und die 26 ansonsten Plan gewesen wäre, wenn ich den Schulbus noch nicht gefunden hätte und die halt als Gelenkbus unterwegs war, ja, habe ich mich jetzt doch erstmal dagegen entschieden. Aber mache ich, denke ich, noch. Ansonsten wollte Mayo, glaube ich, auch da auch noch was dazu machen. Okay. Weil ich glaube, hier bin ich ja schon mal lang gefahren. Kam ich nicht schon mal aus der Richtung irgendwie? Ich weiß es nicht. Weil mir Himmelsee irgendwie gar nichts sagt. Naja, vielleicht erkenne ich es ja gleich wieder, wenn wir da sind. Okay, nee. Welche Linien fahren denn hier noch? Durch. Ja gut, hätte eigentlich durchfahren können. Die 811 und die 831. Doch, dann müsste ich das doch eigentlich, oder bin ich... Du bist so ein Penner. Oder bin ich die 800... Welche bin ich denn gefahren? Welche 800 Dernhofener? Was, die 831 oder die... Was gibt's noch? 41? Bin mir nicht sicher. Ah, doch, okay, ja, gut. An den aufgemalten Kreisverkehr erinnere ich mich. Da bin ich definitiv schon mal lang gefahren. Das sind so diese Kreisverkehre, wo jeder einfach geradeaus drüber fährt. Weil, warum sollte man außen rumfahren? So, diese Pfosten am Anfang und am Ende stehen auch sehr günstig, muss man sagen. Da ist es mit dem an die Haltestelle richtig ranfahren nicht ganz so leicht. Aber das ist ja teilweise auch in der Realität. Also manchmal fragt man sich echt nach des ein oder anderen Sinn. Also zum Teil ist es schon ein bisschen seltsam, auch... Bei manchen Haltebuchten fragst du dich auch, wie kommt man darauf, die nur so kurz zu machen? Obwohl genug Platz ist. Ach, jetzt sind wir wieder in der Ecke. Schön, wunderbar. Dann kann ich ja jetzt mal gucken, ob ich da nochmal so gut rumkomme wie im Stream. Beim Stream hat das ja echt genau gepasst. Jetzt, wobei, jetzt bin ich schlauer. Jetzt weiß ich auch, dass ich weit ausholen muss. Oder dass es zumindest einfacher wird dann. Ja, geht doch. Gefällt mir aber, dass es wieder so ein bisschen was Herausforderndes gibt.
Wäre ja auch langweilig, wenn man hier überall mit 60 durchrasen könnte, weil es total einfach ist. Dann lieber so. Aber auch hier, das sieht einfach wieder genial aus. Also ich habe tatsächlich bis jetzt kaum Kritikpunkte gefunden. Das Einzige, was war, war, dass der Fahrplan auf irgendeiner Linie, auf welcher weiß ich leider nicht mehr, der Fahrplan ein bisschen komisch war und irgendwie verdreht wirkte. So von den Zeiten her, einfach von den Abständen, von den Haltestellen. Als hätte man da was verwechselt einfach. Und dass die in der Nähe von der Ostschanze, weiß nicht, kommen wir da auch vorbei? Glaube nicht. Nee, kommen wir nicht. In der Nähe von der Ostschanze. Ah. Gehst du zu? In der Nähe von der Ostschanze, da sind teilweise, da wird es ja so zweispurig und geht dann später wieder auf eine Spur. Da, wo die sich eigentlich dann wieder auf eine Spur einordnen sollen. Da stand ich jetzt zweimal hinter der KI und die KI fuhr keinen Meter. Also das war dann irgendwie nicht so toll. Ansonsten aber bisher wieder astrein, also auch so vom Gestaltungsniveau her. Ich denke, da brauchen wir gar nicht großartig drüber diskutieren. Das ist genial. Ach, hier halten wir nicht. Okay. Auch interessant. Jetzt auf einmal. Oh, da war das sogar hier. Ist das hier aus? Ja, genau, hier war das. Wunderbar. Perfekt, dass wir sogar an der Stelle vorbeikommen. Ja, wenn die da nebeneinander fahren und dann auf eine Spur gehen sollen, das machen die nicht. Oder war das doch nicht die Stelle? Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ich meine, das wäre an der Ostschanze gewesen. Oder da in der Nähe halt, wo es sowas gibt. Weil es könnte sein, wenn das da vorne die Ostschanze war. Naja, ist ja auch egal. So, perfekt. Ich will weiterfahren. Die Ampel schaltet auf Stopp. Ich glaube, ich cheate ein bisschen. Ich fahre einfach, wenn für den normalen Ampel, für den Individualverkehr grün wird. Und zwar jetzt. Das freut jetzt den Meriva-Fahrer. Nee, das traue ich mich nicht. Na, bleibst du stehen? Nee, du bleibst nicht stehen, du Penner. Na, fuhr! Hau ab da! Okay, da habe ich jetzt echt Schiss gehabt. Ich habe eigentlich schon gesehen, dass alle aussteigen wollen. Der kam ein bisschen sehr weit rüber. So, hier traue ich den Spezialisten auch nicht. Da warte ich lieber mal ein bisschen. Ist immer noch besser, als sich hier die Karre zu klump zu fahren und die Fahrgäste zu verärgern. Weil, hier ist tatsächlich, wir haben nur einmal Fahrgäste und wenn wir dann Unfall bauen, dann haben wir keine mehr. Hoppala. Ich wollte schon wieder Leute einsperren. Fährt er mir rein? Nee. Ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn ich dann an solchen Stellen den Blinker wieder andersrum setze. Dass die dann einfach drauftreten und einem hinten reinfahren. Aber hat geklappt. Bero-Siedlung. Ah ja, das kennen wir ja auch hier. Hier sind wir ja mit der anderen Linie da, mit dem A20Ü von V3D im Stream losgefahren.
Komm. Mach dich vorbei. Ich will da durch. Aber ich hole die Zeit aber auch irgendwie nicht mehr auf. Also. Der Fahrplan ist schon nicht ohne hier. Wobei, also mittlerweile halte ich es recht konstant, aber so die ersten paar Haltestellen, da hat man schon gut gesammelt. Und ich bin ja pünktlich losgefahren, so ist es ja nicht. Oder war Omsi vielleicht schon bei einer Haltestelle weiter und ich habe es nicht gemerkt und deshalb bin ich irgendwie später los. Weiß ich gar nicht, kann auch sein. Whatever. Ist ja auch nicht so schlimm. So, was kommt da? 841. Er hat aber irgendwie so ein paar Probleme. Anscheinend. Die fährt irgendwie nicht. Ach ja. So, hier halten wir auch nicht. Auch nicht so wild. Wie weit haben wir es denn noch? Oh, nicht mehr weit, okay. Quasi schon da eigentlich. In der Fleuse dann noch die paar bekannten Haltestellen und da war's das. Wow. Sag doch was. So langsam kommen wir auch wieder ein bisschen voran. Das finde ich gut. Gut, wir haben auch nicht mehr viele im Bus. Auch die Stelle kommt mir bekannt vor. Weil ich tatsächlich in der Fleute nicht kenne. Da vorne links rum. Ah ja, ich glaube, hier sind wir ja auch lang gefahren mit der 841 oder was es jetzt auch immer war, von der Vero-Siedlung nach Tobenthal oder irgendwie so. Nur, dass wir dann halt nicht links abgebogen sind hier, sondern geradeaus gefahren. Kann ich mich dran erinnern. Oh, das ist ja fies. Ui, die sind vor allem gar nicht mal so niedrig. Also ziemlich hoch eigentlich sogar. Da fährt man auch besser nicht viel schneller als 30. Okay. Ja, Achterbahnfahrt, würde ich sagen. So, hier ist keiner. Beziehungsweise hier will keiner raus. Was haben wir da vorne? 811, okay. Ach, kommen wir jetzt quasi aus der anderen Richtung, sehe ich das richtig? Ja, genau. Früher kam die 811 immer von da vorne, jetzt kommt sie von hier. Ach so, oder ist es die Richtung Laurenzbach? Sieht fast so aus, ne? Ja. Also kamen sie so gesehen, wenn es in die Richtung geht, früher immer von da, wo wir jetzt hinfahren. So, ich brauche hier aber ein bisschen Platz, würde ich mal sagen.
Ah, er möchte hier rein vielleicht bestimmt? Weiß ich nicht. Ich fahre auf jeden Fall. Den Teil kennt man ja wieder. Aber allgemein sind wir trotzdem durch viele neue Abschnitte gefahren. Was ja schon mal ganz gut ist. Das ist ja auch eigentlich Sinn der Sache, jetzt hier mal das neue Zeug so zu zeigen. Discord hat wieder irgendwas. Kann gerade nicht. Abwesend. Komm, fahr. Bisschen zügig, wenn es geht. Ich möchte gern so langsam mal ankommen. Macht zwar Spaß zu fahren, aber irgendwie so auch mit der Verspätung finde ich, das reicht. 4:20. Tag, Kollege. Die 23 wieder als Solo. Wobei, finde ich interessant, dass die 23 jetzt auch von den Stadtwerken Laurenzbach bedient wird. Ach, deren Hofen Süd-S-Bahnhof. Ja, gut. Natürlich will hier jetzt jemand raus. Ist klar. Mitten in der Pampa. Für eine ganze habe ich angehalten. Naja. Jetzt ist sowieso, ja, sowieso egal. Aufholen ist jetzt nichts mehr. Aber ein bisschen durchtreten darf ich noch. Das ist schön. Also was heißt, darf ich? Ich darf eigentlich nur 70, aber ich mach's einfach. Da fahren wir durch. Wer jetzt noch drückt, ist zu spät dran. So, dann noch der Sternweg und dann war's das auch schon. Tatsächlich. Muss man noch ein Bild machen. Wenn die gute Frau mal aus dem Bild gehen könnte. Dankeschön. Och, da ist sie weggeplöppt. Schön. So, Pfeile wieder an. Ich auch weiß, wo ich halten darf. Ich fahre mal hier ein Stückchen vor. So, war's das? Jawohl, das war's. Okay, ich bin angeblich viel zu früh losgefahren, was eigentlich nicht sein kann. Naja, ist egal, ansonsten viel zu spät und mir fällt gerade auf, ihr seht das ja sowieso nicht. So, dann würde ich mal sagen, ach, er hat sogar schon auf leer geschildert. Ach, weil jetzt, okay, ja gut.
Kein Schulbus mehr, war der letzte für den Tag. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat und ja, mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.